echte Krabben oder Surimi. Aber was ist das eigentlich? Hat das überhaupt etwas mit Meeresfrüchten zu tun? Sogenannte Surimi-Produkte erobern momentan die Kühltheke der Supermärkte. Schmeckt nach Fisch, aber ist auch wirklich Fisch drin? Also gut, das mag ja noch echt sein, aber das ist so Industriepresszeug. Mit romantischer Fischerei hat das alles gar nichts zu tun. Das ist industriell hergestellte Nahrung. Da werden Fischabfälle meines Wissens gepresst und dann geschnitten und so ein bisschen aufbereitet. Also ich gehöre zu den Konsumenten, die sich nicht verarschen lassen. Ist das wahr? Sicher ist, Surimi ist japanisch und bedeutet zermahlenes Fleisch. Vor 900 Jahren hat man entdeckt, dass gehackter Fisch mit Zucker und Geliermittel haltbarer wird. Die Geschichte unseres Surimi aus der Kühltheke beginnt in Alaska, im Hafen von Dutch Harbor auf einem großen Fangschiff. Seelachse sind das Ziel. Unser Sonar zeigt uns diesen Fischschwarm, der gleich genau hier reingehen wird. Direkt ins Netz. Alaska-Seelachse, uns gut bekannt als Fischstäbchen, aber aus ihnen wird auch Surimi gemacht. Knapp 500 Tonnen Fisch kann ein Trawler wie die Arcturus aufnehmen. Die Fangquoten sind von den USA streng geregelt. Jedes Boot darf pro Saison nur eine bestimmte Menge Seelachs fangen. Dann ist Schluss. Heute ist ein guter Fangtag. Während die Arcturus im Hafen von Dutch Harbor anlegt, wird ihr Schwesternschiff, die Alaskan Command, gerade entladen. Und das alles unter den wachsamen Augen von Vorarbeiter José da Silva. Manchmal haben die Trawler so viel Fisch an Bord, dass wir zwei oder sogar drei Pumpen gleichzeitig laufen haben, nur um den Fisch in die Fabrik zu bekommen. Das hier ist aber auch eins der größten Schiffe. Es hat 600 Tonnen Fisch geladen. Zur Hauptsaison liegen in den Fischereihäfen Alaskas fast rund um die Uhr Seelachsboote vor Anker und werden entladen. Denn die Förderbänder der Fischfabriken dürfen niemals stillstehen. Im ersten Schritt sortieren Arbeiter und Maschinen die Seelachse nach Größe. Doch wie werden aus diesen Fischen diese Krabbenfleischimitate? Das habe ich mal gegessen. Was ist das? Meine Mama, das ist Surimi. Schmeckt nach Fisch. Das ist Krebs, oder? Habe ich schon mal gegessen? Aber ich sage jetzt lieber nichts. Ich glaube, es ist nämlich völlig falsch. Was ist das? Genau das wollen wir herausfinden. Denn in dieser Fabrik in Alaska wird aus Seelachs Surimi hergestellt. Nach Größe sortiert passen die Fische perfekt in die Maschine. Auf der anderen Seite kommen sie geköpft, ohne Gräten und ausgenommen heraus. Und werden sofort püriert. Hier, an diesem Punkt, geht die Surimi-Produktion los. Von den Seelachsen ist nur noch ein pürierter Brei übrig geblieben, der durch Rohre gepumpt wird. Diese Zentrifugen scheiden das Wasser ab. Der Brei enthält Reste von Flossen, Haut und Blut. Das hier ist ein Waschtank. Hier werden Blut und alle Reste rausgewaschen. Übrig bleibt reinstes Muskeleiweiß. Um die Masse geschmeidig zu halten, kommen nun Zucker und Sorbitol, ein Zuckeralkohol, dazu. Die so gewonnene Surimi-Rohmasse ist komplett geschmacksneutral und besteht fast ausschließlich aus Proteinen. In Japan, wo Surimi eigentlich herkommt, galten früher jene Hausfrauen als besonders fähig, deren Surimi-Rohmasse keinen Eigengeschmack hatte. Denn der Geschmack soll erst später dazugegeben werden. So ist das bis heute. Unsere Surimi-Blöcke sind inzwischen tiefgefroren. Die sind super tiefgefroren und steinhart. Ob
Obwohl diese Blöcke noch wenig nach Krabbenfleisch und Shrimps aussehen, werden sie verpackt und gehen auf die Reise. Dieses gefrorene Surimi geht jetzt auf die Reise an viele verschiedene Orte weltweit. In Europa, nach Italien, Spanien, einfach überall hin. Nach Deutschland, aber auch nach Asien, zum Beispiel Japan und viele andere Länder auf der Welt. Doch wie wird aus dieser Rohmasse diese bunte Krabbenfleischimitation? Mit Fracht- und Containerschiffen geht unser Surimi auf große Fahrt. Wir verfolgen es von Alaska rund um den halben Globus bis nach Europa. Genauer gesagt nach Litauen. Hier in Kaunas steht eines der modernsten Fischwerke Europas. Und hier bei der technischen Leiterin Loretta Stonkiene landet unsere Ladung Surimi-Rohmasse aus Alaska. Ich kontrolliere jetzt erstmal das Rohmaterial. Einmal, wie es aussieht und ob es die richtige Temperatur hat. Wir kaufen Surimi von überall her, aus Alaska, Indien, Vietnam, manchmal auch aus Thailand. Die unterschiedlichen Farben der Plastiktüten stehen für verschiedene Reinheitsgrade. Hier kommt es auf die richtige Mischung an. Gefroren kommen die Surimi-Blöcke in einen Häcksler. Unser Rezept besteht aus einem Mix verschiedener Qualitätsstufen. Wir mischen sie aber so, dass das Endprodukt immer die exakt gleiche Konsistenz hat. Vorne geschreddert kommt die Surimi-Rohmasse hinten als handliche Schnipsel raus. Von hier aus wandern sie dann in einen großen Kutter, der auch in der Wurstproduktion eingesetzt wird. Unser Surimi-Endprodukt besteht nicht ausschließlich aus püriertem Fisch. Hinzu kommen noch verschiedene Arten von Stärke, Eiweiß in Pulverform, Sojaproteine, Pflanzenöl und Salz. Denn Surimi ist ja eigentlich völlig geschmacks- und geruchlos. Und das bleibt es auch mit diesen neuen Zutaten. Die gewünschte Geschmacksrichtung muss erst gezielt hinzugegeben werden. Wir folgen Loretta in den Raum, wo das Geheimnis des Surimi lagert. Das hier ist Shrimps-Aroma. Wir benutzen aber auch Krebsfleisch-Aroma und Hummerschwanz-Aroma. Hier, es riecht sogar jetzt schon danach. 500 Gramm von dem rein künstlichen Geschmacksstoff kommen auf eine Tonne Surimi. Der Kutter vermischt das im Pflanzenöl gelöste Aroma. Doch schmeckt diese Masse danach wirklich nach Meeresfrüchten? Also es schmeckt wie Fisch, aber es hat keine, von der Konsistenz her, so wie es schmeckt nicht. Es ist nicht so wie Fisch, wenn man reinbeißt. Wenn ich mir Freunde einlade und dem was Nettes servieren möchte, etwas fürs Auge, dann würde ich das kaufen. Nach 20 Minuten hat der Kutter aus der Rohmasse und den Zutaten einen cremigen Brei gemacht. Ich überprüfe jetzt, ob die Masse richtig vermischt wurde. Man kann sehen, sie glänzt ein wenig. Das ist gut. Und vor allem ist sie nicht zu flüssig. Alle unsere Produkte entstehen aus dieser Grundmasse. Eine Tonne Surimi-Masse verlässt den Kutter. Es besteht noch zu etwa 55% aus Fischeiweiß. Nebenan wird bereits Surimi mit dem typischen Orangeton gefärbt, der es später nach Krabbe aussehen lassen soll. Und mit dieser Maschine werden Krabbenfleischimitate, wie wir sie aus dem Supermarkt kennen, hergestellt. Zuerst wird gezogen und dann erhitzt. Aus der flüssigen Masse entsteht so durch die Hitze des Dampfes ein festes Produkt. Doch noch erinnern die langen Bänder nicht im geringsten an Krebsfleisch.
Dazu werden sie gerollt. Später soll es so aussehen wie das Fleisch aus den Beinen von Königskrabben. Individuell verpackt laufen tausende Krebsbeinimitate vom Band. Die sogenannten Surimi-Sticks oder Seafood-Sticks sind die in Deutschland am meisten verkaufte Surimi-Art. Doch lässt sich der Unterschied zwischen echt und Surimi schmecken? Wir machen den Test und verbinden zufälligen Testpersonen die Augen. Sie haben keine Ahnung, was sie zu essen bekommen. Zuerst das Original. Ein Krabbe. Richtig, dieser Passant bekommt Surimi. Schmeckt irgendwie komisch. Soll fischig sein wahrscheinlich. Nun bekommt er von uns eine echte Krabbe. Das ist eine Krabbe. Hat man eindeutig geschmeckt, weil das erste Mal sehr intensiv so einen Fischgeschmack hatte. Und das war jetzt nicht so intensiv, aber man hat direkt die Krabbe geschmeckt. Nun bekommt Testperson 1 das Surimi. Das schmeckt jetzt weich und irgendwie zusammengeklebt. Ich glaube, das ist ein Imitat. Beide Testpersonen erfahren, was sie gegessen haben. Die Reaktionen sind kritisch. Alles, was sie im Meer finden wahrscheinlich, wird da zusammengepresst und wie Knete rausgedrückt wahrscheinlich und dann schön verpackt mit Chemie, damit es lecker schmeckt. Ich weiß ja nicht wirklich, was das ist. Deswegen kaufe ich das aber eigentlich einfach gar nicht. Die Surimi-Fabrik will aufklären. Krebsfleischimitat ist nur eines von vielen Produkten aus dem geschmacklosen Seelachsbrei. Hier werden Krebsfleischbällchen geformt. Die Krabbenscheren sind echt. Die Scheren kaufen wir in China ein. Das daraus entstehende Produkt ist besonders in Italien und Spanien sehr populär. Surimi mit Backteig und Panade. Zusammen mit einer chinesischen Krebsschere werden daraus Meeresfrüchtebällchen. Im Achterpark erobern sie Südeuropa. Doch die Fabrik hat noch mehr zu bieten. Hier entstehen imitierte Hummerschwänze. Die sind natürlich viel preiswerter als die echten. Jetzt kann sich jeder Hummerschwänze leisten. Hummerschwänze hergestellt aus Surimi. Und damit sie den echten auch wirklich zum Verwechseln ähnlich sehen, malen diese Damen sie rot an. Über 20 verschiedene Surimi-Produkte stellt diese Firma her. Von Pressshrimps bis hin zu imitiertem Krabben- und Krebsfleisch, wie bei uns hauptsächlich angeboten wird. Fazit: Keine Fischabfälle, sondern richtiger Fisch ist drin, obwohl sich der ursprüngliche Seelachs nach all den Produktionsschritten nicht mehr ähnlich sieht. Gesund ist Surimi übrigens auch. Ob's schmeckt, muss jeder selbst rausfinden.